und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir bei ihrem Cousin, also er hat einen Hund, also wir haben einen Hund und mit dem spielen wir. Versuchen wir es, wenn er nicht die ganze Zeit irgendwo hingeht. Naja, also ich hatte gestern Geburtstag. Alles Gute nachträglich. An demselben Tag wie, sei leise. Also an demselben Tag wie Marco Reus und sie hat in 2 Tagen Geburtstag, am selben Tag wie Mario Götze. Also ich habe am 3.6.2000 irgendwas Geburtstag. Wem mögt ihr eigentlich lieber? Marco Reus oder Mario Götze? Schreibt es in die Kommentare mit Hashtag Marco Reus oder Hashtag Mario Götze. Ach so, ja. Mhm. Ja, also ich finde Marco Reus cooler. Ich nicht. Und das hat nichts mit dem Geburtstag zu tun. Bei mir schon. Naja, wir grüßen Freunde von uns. Wen denn? Guck mal, wie süß. Einmal zeigen, wie süß er da sitzt. Einmal zeigen. Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Ah. Und Eckern hat das nämlich auch so einen Second-Modus, dass man sich nur selbst filmen kann. Ja, ich weiß nicht, wie es um den. Und er kommt an. Ja, Sarah, quetsch dich nicht auf meinen Stuhl. Ich will nicht, dass Eddie sich immer vor uns legt, weil dann krieg ich einfach auch mal so viel zum Thema. Du hast keine Angst, sorry. Guck ich mal, Ed. Ja, da sieht man ihn. Warte, Sarah, ich werfe jetzt den Ball. Au. Hoppala. Au. Sorry. Hier ist Eddie. Ha, warte, ha. Nicht wackeln, nicht wackeln. So, Wow, übertreib. Übertreib, Eddie. Tu das nicht auf die Stühle, Mann. Ih, jetzt hat er den Stuhl angelegt. Ich setze mich nicht auf diesen Stuhl, das kann er glatt vergessen. Glatt vergessen. Ich hasse. Und chill einfach mal. Guck mal. Wie sehr sie ihr Handy. Nein, ich nehme dich nicht. Mit Stickern vollgeklebt hat. Ja. Ratet mal, wie alt ich werde. Also. Nein, gerade. Nein, das Alter wollen wir nicht. Ja. Ausgeben. Also, wir hatten gerade Schule und wir hatten Musik. Ich hasse. Also, nichts gegen Musikliebhaber, aber ich mag keine Musik. Allgemein nicht so gern wegen der Lehrerin. Also nichts gegen die Lehrerin, aber... Hey, Lehrerin, falls du es gerade siehst, ne? Nimm das bitte nicht ernst. Also Musik allgemein ist nicht mein Geschmack. Ja, meins auch nicht. Ich spiele zwar ein Instrument, aber ganz ehrlich, ich finde Musik tot und langweilig. Ja. Wir sehen uns gleich. Ciao. Also, ich muss jetzt mal eine Geschichte erzählen. Er ist unter meinem Stuhl, der Hund. Unter meinem Stuhl. So, egal. Okay. Und zwar hatten wir heute Geografie. Und ich und meine Freundin sollten halt fürs Plakat üben. Und wir haben uns dann auf einen Tisch gesetzt in einem anderen Raum. Und dann habe ich gedacht, meine Freundin schiebt den Tisch. Und meine Freundin hat gedacht, dass ich den Tisch schiebe. Auf einmal kracht der Tisch in sich zusammen. Und ich so, und wir so, aua! Keiner hat uns gehört. Ich so, ach, hat einmal, ja, das Mädchen, die so, alles okay? Ich so, ja, ich tat voll weh. Und das ist 2-mal passiert. 2-mal. Das kann ja auch nur euch passieren. Aber es war nicht wegen schwer, weil auf dem Tisch waren ja 2 Taschen und da ist eine Banane rausgefallen. Ich schlange dich auf deinen Stuhl. Musst du sogar erzählen, dass eine Banane rausgefallen ist? Darf ich auf deinen Stuhl? Weil Ellie da unter ist. Boah, wechsel doch einfach den Stuhl, dann nehme ich den. Hast du da Angst vor ihm? Ich hab keine Angst. Hallo, ja. ich hatte selber meinen Hund, also sag nicht. Okay, der war so für 6 Tage. Hier, ne? Sie hat so eine Sprachaudio aufgenommen. Und zwar so auf meinem Handy vor Jahren. So, ohne dass ich es wusste. Sie sagte, sie geht auf Klo. Dabei war sie auf dem Wohnzimmer, auf dem Sofa. Irgendwann habe ich sie dabei erwischt. Aber die ging so, yeah, ich bin Sam. Und nach Sprachmemo 002. Also,
Wahrscheinlich habt ihr oft gehört, dass ich oft Senna genannt werde. Das liegt daran, dass ich zwei Namen habe. Also Lara Senna. Viele nennen mich immer Senna, weil der ist mehr, ich weiß nicht, orientalischer, sagt man. Ich weiß nicht, aber ja. Und ja. Jetzt spielen wir mal mit dem Hund und das könnt ihr ja also sehen. Also, ja, ich glaube nicht. Ja, also auf jeden Fall. Ich schmeiße am Wochenende eine Party und vielleicht. Ja, aber halt nur mit meiner Familie und Senna, also Lara beziehungsweise. Und ja. Und jetzt spielen wir mit dem Hund, weil deswegen drehen wir auch das Video. Ja, so halt. Ich habe schon 4 Minuten. Ich sehe nichts, warte. Und. Also, ich spiele jetzt mit Johnny Bobby. Aus. Die aus. Komm doch näher, Shishi. Aus. 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 Nicht zu mir werfen, ne? Ist dir schon klar? Nein, Senna, Mann! Aus, Eddie, wollen wir tanzen? Aus! Komm zu mir! Aber nicht zu mir werfen, du Dobi! Nein, aus! Warte, ich komm von hier, das Schatten, da sieht man es besser. Komm, Eddie! Ey! Da ist der Doggy, Bobby. Und wir sind so ein schönes Paar zusammen. Schaut uns an. Ja, abgesehen davon, dass du vorher schon Angst vor ihm hattest. Please, man sieht uns nicht. Auch wenn Eddie nicht in die Kamera guckt. Okay, Eddie, ich mach's. Oh. Du musst mal. Darf ich filmen? Ich pass doch auf, dass ich nicht drauf gucke. Ja, nicht so wie immer. Du musst mehrere Videos nochmal machen, weil sie... Wie bei unserem Getränke-Reaktion-Challenge. Und die Getränke waren so eklig. Ich musste was verraten. Schwang, ich musste das verraten. Was? Bei dem einen Cola-Getränk, ne? Eddie. Ja? Sitz, Eddie? Bei dem einen Cola-Getränk habe ich bei mir nur Cola reingepackt und bei dir nur das Eklige. Oh Mann, du bist fies. Leute, das Geheimnis ist gelüftet. Aber nur bei einem Getränk. Aus, Eddie. Senna? Nein! Schon! Stellen! Nach da! Achso, warte. Nein! Da ist die Kamera weg! Da muss man Eddie weg! So! Ja, ich glaube, wir können das Video auch gleich wieder beenden. Jo! Warte! Lass noch einmal kurz. Also, wir sehen uns gleich. So. Willst du mal lächeln? Ich zeig dir. Wie sweet ihn ist. Übrigens, er heißt Eddie Maddy. Ich nenne ihn aber Edgar. Er heißt nicht Eddie Maddy, aber okay. So. So, Leute, komm. Ja. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und aus. Ja, du kannst jetzt wieder gucken. Ja. Und das war's. Ciao. Ciao.